Hi, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie du eine Domain registrierst, ein Webhosting aktivierst und ja, wie das am besten geht, Schritt für Schritt einfach und auch für mein Projekt SafeChat gedacht, dass du eben einen Chat erstellen kannst, wo du die Daten hostest, du die Webseite besitzt und du eben der Chef bist. Genau, also starten wir gleich mal. Ich empfehle dir Shock Hosting, ich benutze Shock Hosting auch selber. Die haben 24 Stunden 7 Support, also mega cool. Die helfen dir auch echt gut, echt kompetent. Und ja, ich habe für dich einen Affiliate-Link erstellt, damit du nochmal 3 Euro sparst. Und ja, der kommt unter das Video und da würde ich dir erstmal drauf raten, drauf zu klicken. Und den habe ich jetzt hier oben eingefügt. Dann einmal Enter und dann kommst du hier auf eine Login-Page. Dann gehst du hier rechts auf Account. Register und gibst alle deine Daten ein. Telefonnummer auch würde ich dir empfehlen, also eine richtige, falls mal irgendwie ein Server oder so ausfällt, können sie dir eine E-Mail, SMS schreiben. Genau, dann einfach hier Namen eingeben und so weiter. Könnt ihr vielleicht auch mit Autofill machen und ja, hier dann halt Deutschland auswählen und so weiter. Kennt ihr ja, einfach das Formular ausfüllen und ja, dann hier auch wichtig, ein Passwort festlegen, das auch gut merken. Hier könnt ihr euch aus der E-Mail-Liste austragen, wenn ihr keine E-Mails von denen haben wollt. Und dann hier einmal auf Roboter, ich bin kein Roboter, das machen. Einmal hier bestätigen und dann registrieren. Dann bekommst du eine E-Mail, die natürlich bestätigen, so wie du es halt kennst. Und danach kannst du dich auch hier schon bei Account einloggen. Ich mache das jetzt mal kurz. Und dann siehst du genau, was ich hier so habe. Dann klickst du auf Service und klickst auf Order New Service. Genau. Hier hast du jetzt verschiedene Auswahloptionen. Ich würde dir für SafeChat die kleinste empfehlen, weil wir nicht mehr brauchen. Wenn du jetzt aber sagst, du willst jetzt 3 Webseiten, weißt du schon genau, dass du 3 brauchst. Oder Unlimited. Also unendlich viele Webseiten, dann kannst du natürlich Super Shock Hosting holen. Ich persönlich habe Highstock, falls das wen interessiert. Und ja. Dann hier würde ich aber Low Shock empfehlen. Einfach hier auf Order Now klicken und dann hier eine Domain auswählen, die du halt für SafeChat willst oder auch was. Dann kannst du hier auswählen, was du willst, welche Endung. Ich nehme jetzt mal Net. Und ich nenne das irgendwie hier LH Cyber, ja, Chat. Zum Beispiel LH Cyber Chat. Dann klicke ich mal auf Check. Und wir sehen hier, die Domain ist frei, also die Webseite. Wir können sie registrieren. Und die kostet einmalig in der Registratur $9.99. Genau. Da klicken wir dann auf Continue. Dann sehen wir hier unsere Lowshock, also unser Paket, das wir ausgewählt haben. Hier können wir uns jetzt entscheiden, wie lange wir das Paket kaufen wollen. Also dann wird es auch billiger. Zum Beispiel, wenn wir es gleich für 2 Jahre kaufen, sparen wir uns 20% zum Beispiel. Genau, ich würde es jetzt erstmal auf einen Monat lassen. Was aber wichtig ist, wenn du in Deutschland bist oder zu empfehlen ist, ist, dass du hier Location Amsterdam, Netherlands, EU nimmst. Das ist entscheidend, weil du hier auswählst, wo deine Daten gespeichert werden sollen, also auf welchem Server. Shock Hosting hat eben mehrere und am besten ist es natürlich, wenn die Verbindung nicht übers Meer geht, sondern einfach in Europa ist, dann ist es am schnellsten. Genau, das wählst du dann aus. Hier Dedicated IP included passt. Klickst einfach auf Continue. Dann haben wir hier jetzt auch noch mal ein paar Optionen. DNS-Management ist auch kostenlos, kannst du einfach aktivieren. Und E-Mail-Forwarding auch. ID-Protection brauchen wir jetzt nicht unbedingt, das kostet auch was, deswegen lassen wir das weg. Genau. Dann sehen wir hier, ja, die Domain wird für 1 Jahr registriert. Nach dem Jahr kostet es eben wieder 10 Euro, aber mein 10 Euro pro Jahr ist jetzt nicht die Welt. Dann siehst du hier meinen Discount, den du durch meinen Link bekommst. Hier kriegst du 3 Dollar nochmal gespart.
Und ja, der ist hier unten dann auch gleich aktiviert. Genau, wir sehen jetzt hier den Preis, $9 monthly, also monatlich. Und in Euro wären das, glaube ich, 4 oder 5 Euro, also nicht die Welt. Und dann einmal im Jahr eben $10 für die Domain. Wir haben hier dann zusammen $12 und dann kannst du einfach hier auf Checkout klicken. Und ja, wir sehen hier meine Adresse. Hier müsste dann deine Adresse stehen und dann kannst du hier auswählen, wie du es zahlen willst. Ich nehme im Normalfall PayPal, aber wenn du mit Krypto zahlen willst oder sowas oder WeChat, kannst du das auch auswählen. Dann einmal hier den Haken setzen und ja, Complete Order. Und dann wird es auch schon bestellt. Also dann hast du schon alles. Dann, was ist hier? Ich kann dir nochmal zeigen. Dann hast du hier unter Service, kannst du auf My Service klicken und du siehst hier deine Domain und deine, ja, Sachen, die du jetzt eben machen kannst. Also du hast es jetzt geschafft, du hast ein Webhosting gekauft und eine Domain registriert. Und ja, herzlichen Glückwunsch schon mal dafür, wenn du so weit gekommen bist. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du damit umgehst und was es noch zu tun gibt, um SafeChat einzurichten. Also, ich freue mich aufs nächste Modul mit dir. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann. Peace.